Prüfen Sie für Ihre Betriebenwerbung, ob die Spannungsangabe auch dem Gerät der Nutzspannung in Ihrer Wohnung übereinstimmt. Diesen Rat auch Menschen in der Nähe von Bädern, Waschbecken oder anderen. Prüfen Sie für Ihre Betriebenwerbung, ob die Spannungsangabe auch dem Gerät der Nutzspannung in Ihrer Wohnung übereinstimmt. Prüfen Sie für Ihre Betriebenwerbung, ob die Spannungsangabe auf dem Gerät der Nutzspannung Ihrer Wohnung übereinstimmt. Diesen Rat auch nicht in der Nähe von Bädern, Waschbecken oder anderen. Prüfen Sie für Ihre Betriebenwerbung, ob die Spannungsangabe auf dem Gerät der Nutzspannung Ihrer Wohnung übereinstimmt. Diesen Rat auch nicht in der Nähe von Bädern, Waschbecken oder anderen. Prüfen Sie für Ihre Betriebenwerbung, ob die Spannungsangabe auf dem Gerät der Nutzspannung Ihrer Wohnung übereinstimmt. Diesen Rat auch nicht in der Nähe von Bädern, Waschbecken oder anderen. Diesen Lautöffner nicht in der Nähe von Badewannen, Waschbecken oder anderen Gefäßen, welche Wasser enthalten, benutzen. Sollte aus irgendeinem Grund das Gerät ins Wasser fallen, sofort den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Das Gerät darf dann nicht mehr benutzt werden. Das Gerät darf dann nicht mehr benutzt werden. Das Gerät darf dann nicht mehr benutzt werden. Und rechts im Rating-Altrat